Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine Reaktion. Ich habe eigentlich gerade nicht unbedingt so die Lust auf Videos und auch nicht die Motivation vielleicht so groß, aber bei gewissen Sachen, da geht es einfach nicht anders. Bei gewissen Sachen will ich einfach. Und heute ist wieder so ein Tag, ein ganz besonderer Tag. Land hat einen Song rausgehauen. Ist einfach aus dem Nichts. Ich habe nichts mitbekommen, dass sich irgendwas angebahnt hätte. Habe ich einfach gerade in Instagram-Story gesehen. Hier seht ihr es. Der Song heißt 13. Kann man jetzt nichts wirklich was ableiten. 13 ist eine Unglückszahl theoretisch. 13 kann auch sein Alter gemeint werden, dass es um seine Jugend geht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall neuer Song von Land. Allein das Cover macht mich schon absolut. Also, ich bin erregiert. Ich bin erregiert. Und das ist. Ich habe so sehr Bock. Im Hintergrund ist wieder Kara. Falls man da die Decke, wie jetzt zum Beispiel, wackeln sieht. Auf jeden Fall. Ich bin bereit, Leute. Und ja, ich habe keine Ahnung, dieses Video müsste. Ich glaube, ich hau das heute noch raus am Samstag. Ja, es wird vermutlich emotional. Ich stelle mich darauf ein, zu weinen. Ich hoffe. Ich hoffe es, ja. Und ja. Ich glaube, es passt alles. Oder ich guck lieber nochmal. So, die Facecam habe ich jetzt lieber oben rechts. Das ist mir irgendwie lieber für Reaktion, ich weiß auch nicht. Okay, boah. Ein Brett. Der letzte Song ist 7 Monate her. Sorrow. Dazu habe ich auch eine Reaction gemacht. Das kam ja auch mehr oder weniger aus dem Nichts. Das war am 9. Dezember. Das ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Und nach einem Dreivierteljahr war er mal so gütig und hat uns einen Song gegeben. Er hat ja mal einen Instagram-Post gemacht, wo er gesagt hat, a big announcement coming soon. Also ein größeres Projekt scheinbar. Oh, ich habe schon die erste Zeile gesehen, ja, Gun to my head, alles klar. Auf jeden Fall, wow, das wird, glaube ich, jetzt brutal. Ja. Wow, okay, ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich. Ich traue mich gar nicht wirklich anzufangen, ehrlich gesagt. Na gut, ist nur ein Standbild, ganz normal. Sehr, sehr geiles Cover. Sehr, sehr geil. Okay. Leute, ab in die Depression. Los geht's. Oh, das erinnert mich ja direkt an den Anfang von Sorrow. Wir vergleichen das mal kurz. Das sind auch wieder diese Gitarrenakkorde. Aber auch von der Akkordfolge, von der Melodie. Erinnert mich das sehr an Sorrow an den Anfang, von der Stimmung, von dem Ton der Akkorde, von der Frequenz her, von der Höhe vom Ton. Ganz kurz, das ist zum Vergleich. Sorrow. Und jetzt hier. Ja. Ist schon sehr ähnlich der Anfang. Okay. Wieder schönes Gitarrensample. Ich bin sehr gespannt, wie der Beat sich entwickelt. Okay, da kommt wieder ein Filmzitat rein. Ich kann es nicht so ganz verstehen, was er da sagt. Ich weiß nicht, ob es schon die Lyrics bei Genius gibt. Irgendein Filmzitat wurde hier eingespielt. Keine Ahnung, ich habe es nicht ganz akustisch verstanden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es hier schon eine Annotation gibt, vielleicht. Einen Eintrag. Zu 13. Ja. Ja, gibt's. Most of the time I put on quite a face and an act, but I'm pretty depressed most of the time. Das ist. Ah, von Marvin Gaye. Okay. Ich kenne mich mit ihm nicht so aus, also ich weiß, dass er existiert, dass er berühmt ist. War. Mehr aber auch nicht. Okay, aber er hatte anscheinend auch Depressionen. Es ist gesampelt von einem Interview von ihm. Most of the time I put on quite a face. Also, ich glaube, übersetzen kann man das mit. Manchmal setze ich mir. Ist meine Mimik, mein Lächeln vielleicht aufgesetzt? End an Act. End an Act. Also, so, ne, halt Schauspielern, aber ich bin eigentlich sehr deprimiert, depressiv die meiste Zeit. Ja, gut. Ja, okay. Okay, wird wohl ein klassischer Depressionssong. Ich hoffe es. Let's go. Like I'm better off dead, what I feel in my heart.
Wow. Oh, untypischer Beat erstmal. Ich glaube, die Kick ist das, die sehr, sehr, boah, sehr, sehr viel Bass hat. Ungewohnt viel Bass für ihn. Ja. Okay. Boah, also er hat ja oft sehr, sehr hohe, also sehr, sehr viel, ja, die Bandbreite in seinen Tonlagen ist sehr groß und er spielt damit sehr, sehr gut. Also der geht von hoch nach ganz tief, immer wieder im Wechsel. Und hier ist es relativ ruhig alles, relativ monoton erstmal. Ja, nicht monoton, aber der Einstieg, das Gun, das war eine typische Betonung. Gun to my head. Ich versuche parallel auch auf den Text zu achten. Also vom Sound ist das ein bisschen anders als sonst. Aber jetzt nicht unbedingt schlecht. Es ist einfach ein bisschen gedämpfter. Ja, das ist schon. Das sind so Texte, ne? Also er hat auf Twitter ja immer wieder. Postet er ja auch so Gedichte oder Songskizzen. Es kann gut sein, dass das auch schon mal gepostet wurde. Das ist halt wirklich hart, der Text. Better off dead, okay. Also ich halte mir quasi die Pistole an den Kopf. Like I'm, ich kann das nicht ganz übersetzen. Ganz mehr head, like I'm better off dead. Wahrscheinlich sowas wie, ich wäre besser, wenn ich tot wäre. Oder ich weiß nicht. Like I'm better off dead. Keine Ahnung. Okay, was ich in meinem Herz fühle. Ich versuche quasi gegen, ja, quasi anstatt, dass ich mich ausdrücke, wie es mir eigentlich geht, dass ich halt trotzdem halt lache, das überspiele. Days pass, okay, also die Tage vergehen, burn the candle both ends, also die Kerze brennt an beiden Enden. Okay, haben wir auch nie gehört. Though I smile through the pain, it's getting harder to pretend. Okay, also ich lächle mich durch den Schmerz, es wird aber schwerer, das zu verstecken. Okay, aber auch vom Mix ist das so ein bisschen rougher, das ist so ein bisschen oldschool irgendwie. Das klingt gar nicht so unglaublich sauber von den Doubles und so. Mag ich. Oh. Okay. Jetzt kommen langsam die typischen Landbetonungen rein. Okay, das ist der Post-Chorus. Okay, jetzt kommt der erste Verse. Gibt's zwei Verses? Ja. Okay, nochmal kurz vom Text. Hollowed out, stomach sick, I still miss you. Okay, hollowed out heißt, glaube ich, also hollow heißt ja, glaube ich, hollow heißt, glaube ich, leere oder Loch oder sowas. Hollowed out, ausgehöhlt vielleicht? Hohl, okay. Ja, so, sowas wie im Sinne von leere Gefühl. Also, ich fühle mich leer, mein Magen tut weh, mein Bauch tut weh. Ich vermisse dich immer noch. Even after. Okay. Trotz all dem schlimmen Sachen, durch die sie ihn gebracht hat. Ach so, ja. Also ich vermisse dich immer noch, trotz. Even after all the shit you put me through. Was schwer, das wörtlich zu übersetzen. I know it's wrong, but there's something about you. No, I don't want to stay here without you. Okay, okay. Ja, das typische Liebesspiel eben. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, sage ich einfach mal. Emotional. Das ist mein Land. Digga, das ist schön. Okay, hier ist er mit der Stimme auf jeden Fall wieder mehr bei dem, was man erwartet hat, finde ich. Aber bei Land ist es immer ganz, ganz krass. Also noch haut es mich vom Sound nicht so um. Aber bei Sorrow war das Gleiche. Bei Sorrow hatte ich am Anfang auch so, ja, ist ein nicer Song. Aber ihr wisst nicht, wie fucking krass ich den dann noch geloopt habe und wie krass der mich gecatcht hat. Also,
Ich denke, es ist wie immer bei sehr guter Musik, dass man am Anfang erst ein bisschen enttäuscht ist, weil man die Erwartung vom letzten Song eben, weil die Erwartung sehr hoch ist und es einfach ein bisschen dauert, weil jeder Song ist ein bisschen unterschiedlich und der klingt auch wieder etwas anders. Ist ein bisschen gedämpft alles. Aber passt ja eigentlich zur Stimmung. Oh, ich mag's, weil hier sind die ganzen, bei dem Verse sind die ganzen Doubles raus, das ist schön. Richtig pur die Stimme. Okay, da kommen wieder die Background Vocals. Oh, okay, also nach dem Verse kommt die Hook auf jeden Fall besser rein. Wir gehen ganz kurz den Verse nochmal durch. Eigentlich will ich das jetzt hier da gar nicht, dass es so lang wird, aber trotzdem. Call in between all the lies and decide. Was heißt decide nochmal? Entscheidungen? Also nicht im Sinne von decide, entscheiden, sondern decide mit T. Wahrscheinlich, oder? Selbsttäuschung, ah. Okay. Okay, also. Gefangen zwischen all den Lügen und Selbsttäuschung, alles hinterfragen. Liebe ist nicht. Love isn't all that it seems. Liebe ist nicht. Liebe ist nicht alles. In der Liebe ist nicht alles, wie es scheint oder so, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt. Stress Ring through my head. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie, wie man das. Was ist da ein Stress Ring? Through my head. Keine Ahnung. Ich kann nicht schlafen, ich bin ein Mensch und keine Maschine. Also ist es so, fühlt sich das so an, wenn man alles verliert? Gefangen zwischen in der Hölle und zwischen der Hölle und dem Traum zu leben, sag ich mal. Tearing apart at the seams. Was sind Seams? Also Tearing apart heißt sowas wie, ich glaube, auseinanderfallen. Aber Seams noch nie gehört. Nähte. Ah. Ah, Tearing apart. Ja, also so im Sinne von Seams. Dass seine Fäden, die ihn ausmachen. Das ist ein sehr gutes Bild, so. Als wäre er so eine gestrickte Jan-Figur, wie in Unravel oder so. Und dann lösen sich alle Nähte. Das ist krass. Uff, uff, uff. Betet zu Gott, aber er wird mich jetzt nicht hören. Oh, Freude ist einfach out of reach, out of my reach, also außerhalb meiner Reichweite. Oh, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Eine Kugel quasi ins Magazin, einmal let it. Ja, im Sinne von, ja, jetzt erschieße ich mich. Ja. Also vom Sound ist das nicht das Emotionalste, was ich mir gehört habe, aber Text ist wieder gewohnt sehr, sehr, sehr tief. Tief? Deep. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mit der Hook, wie ich das, inwiefern die ein Ohrwurm wird, weil die wirkt für mich jetzt gar nicht so krass vom Sound. Was total ungewohnt ist, deswegen, ich vertraue dem Ganzen, dem Braten noch nicht ganz. Ich glaube, die Hook wird sich auch in meinem Kopf einbrennen. Bin gespannt, wie das auf Box klingt. Ja. Ich glaube, ich finde den Postchorus. Ja. Ich finde die Posthook besser als die normale Hook, glaube ich. Ja. Okay, zweite Verse. Kennt man. Oh Gott. Okay. Das ist, also bei Land heule ich meistens eher, weil es sich so schön anhört und weil natürlich auch wegen den Texten. Oh, der Text, oh, der, das geht unter die Haut gerade. Das ist eine Zeile wieder, das ist. Das denke ich, aber kann es nie so gut formulieren. Wow, schön. Ja.
Ach, jetzt verstehe ich's erst. My Heart Skips a Beat. Da gibt's ja auch diesen Song von Marlon Rodette. Ich hab immer gedacht an den Beat. An den Beat im Sinne von einem Song. Aber damit Beat, also Herzschlag. My Heart was skipping beats. Also im Sinne von, ja, Herzrasen, glaube ich. Puh. Oh, geile Flow. Ja, ja. Okay. Okay, der Part war jetzt wieder so richtig Land to the fullest. Da kriegt man, in dem Part kriegt man die volle Dosis. Okay, ich sollte dich eigentlich hassen, aber ich vermisse dich stattdessen, weil. Warte, kurz mal. Weil, wenn ich sage, ich liebe dich, meine ich das bis zum Tod. Ach, okay. Mein Herz raste. Aber da ist kein Rhythmus mehr, seit du gegangen bist. Also keine Gleichmäßigkeit mehr. Mein Kopf ist voller Erinnerungen, die ich nicht vergessen kann. So falsch. Wie du mich behandelt hast. Du hast meinen Kopf gefickt. Ich bin durch. Spiele spielen mit der. Mit der Liebe Spiele spielen ist etwas, was du bereuen wirst. Regret, oder? Nee. Was heißt nochmal Regret? Regret heißt, glaube ich, bereuen. Bedauern, ja. Okay. I'm crushed, also ich bin. Ja, kaputt. Ich hab dir alles gegeben, du hast es genommen und bist gegangen. So lange. In die Zukunft, wo wir beide sein hätten können. Pa! Ah. Digga. Brutal. Text ist brutal. Oh ja, oh, oh mein Gott. Er geht wieder hoch mit der Stimme. Es kommt wieder, Leute. Engelsgleich, es kommt wieder. Die Bridge. Die haben wir noch nicht gehört. Es kommt eine Bridge. Okay. Das war himmlisch. Das war himmlisch. Das habe ich vermisst. Wenn er mit der Stimme so richtig hoch geht. Das ist so schön, Alter. Das hat mich richtig getoucht gerade. Okay. Ist gerade ein bisschen Gefühlschaos. Ich versuche jetzt mal die Bridge zu besetzen. Das sind im Prinzip keine richtigen Sätze, sondern nur so Schlagwörter zusammengereiht. Blut auf dem Beton oder auf dem Boden. Die Schönheit in der Gewalt. Flying through the teeth. Achso. Boah, was ist das denn? Die Lügen durch ihre Zähne. Da ist Poesie in ihren Kämpfen, oder in, ja. Stärker als du denkst oder als ihr denkt. Okay, ich weiß nicht, um wen es geht mit dem Know That. Wahrscheinlich man selber, also er weiß, dass wir niemals still werden. Pain inside me adding fuel to the fire. Oh, Schmerz in mir fügt mehr Benzin für das Feuer oder zum Feuer. Also er macht es nur noch schlimmer, ja. Kennt man, okay. Ja, jetzt kommt doch besser.
Dritte Mal Hook und schon viel besser. I don't want to stay here without you ist auch sehr schön. Okay, und jetzt kommt hier nochmal ein anderes Filmsample anscheinend. Ah, auch wieder. Okay. Das ist auch wieder von Marvin Gaye, okay. I think because of my empathy for humanity and I'm afraid I'm much too emotional to be an artist, really, to be a really good one. Wow, starke Worte. Meine Freundin und ich waren für ein paar Tage in Edinburgh. Und das macht tatsächlich Sinn. Meine Depression, ich denke, also wahrscheinlich geht es um, warum er eine Depression hat und dann kommt er mit dem Ansatz. Ich glaube, wegen meiner Empathie für die Menschheit oder für die Menschen. Ich habe Angst, dass ich zu emotional bin, um ein Künstler zu sein. Nee, warte mal. Ja, doch. Um ein richtig guter Künstler zu sein, okay. Ja, interessant. Interessante Gedanken. Wow. Okay. Reflexartig sofort. Ah, nee, Tab ist noch da. Ja, boah. Okay. Ja. Intensiv. Intensives Stück. Das, wow. Das muss man erst noch verdauen. Okay. Ja, dann beende ich jetzt hier auch das Video. Ich fand's sehr stark. Gönnt's euch auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das noch auf Spotify kommt. Vermutlich ja, dauert immer noch ein bisschen. Auf Soundcloud ist es und eben hier auf YouTube. Ich hoffe auf weitere Songs natürlich. Viele weitere Songs. Am besten natürlich eine EP oder ein Album. Da warten wir jetzt echt schon lange drauf. Ich hoffe, da kommt bald wieder was. Ansonsten habe ich noch andere Land-Reactions zu Project of a Person, zu Reckless, zu Fuck Love, zu Sorrow und was auch immer noch. Findet ihr in meiner Playlist oder sucht es einfach auf YouTube. Ich bin jetzt erstmal raus. Ja. Habt noch einen schönen Samstag und Sonntag. Wir sehen uns, wann auch immer, wie auch immer. Weiß ich noch nicht ganz. Ich wollte eigentlich ein Talk-Video machen. Mal gucken, was kommt. Gerade ist alles ein bisschen so Fragezeichen. Ja, okay. Das war's. Macht's gut und ciao.